So, guten Morgen und zwar willkommen in dem ersten Vlog wieder seit einer langen Zeit. Ich sehe gerade. Krasseste Wecker. So, guten Morgen und zwar willkommen in dem ersten Vlog wieder seit einer langen Zeit. Ich sehe gerade noch aus wie ein Mongo. Ich weiß nicht, ob ich jetzt meine Haare über. Ich glaube, ich wasche meine Haare später. Auf jeden Fall muss ich jetzt meine Zähne putzen. Fragt mich nicht, weswegen ich so einen Anzug anhabe. Das zeige ich euch auch noch später, nachdem ich meine Zähne geputzt habe. Dann wisst ihr Bescheid, könnt ihr euch das auch mal anschauen. Heute wird es so sein, dass zwar nicht so viel passieren wird, ja. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, ja, Elif kommt später auch noch zu mir und wir müssen ein paar Sachen machen. Ich muss jetzt auch gleich ein bisschen arbeiten am Mac, so gesagt. Und da fangen wir auch direkt an, Junge. So, wie ihr alle gemerkt habt, habe ich jetzt doch meine Haare gewaschen und ich habe meinen schönen Captain America Oberteil an. Hier, by the way, ist eine Softbox, damit ich hier ein paar Gameplays aufnehmen kann. Hier ist mein Spiegel, wisst ihr Bescheid, hier sieht man auch noch. Hier kann man mal richtig gucken, wie ich aussehe. Ja, Style. Style. Spaß beiseite, ich feiere diese Anzüge so krass einfach. Ich werde mir jetzt die Tage, glaube ich, noch eins holen. Das hier ist jetzt vom Primark. Normalerweise gehe ich ungern bei Primark einkaufen, weil es so günstig ist. Da kann man sich vorstellen, woher das kommt. Für 10 Euro, weil es runtergesetzt war. Captain America fand ich eigentlich schon relativ cool. Es gibt da noch eins von Ghostbusters. Ich glaube, auf dem Rücken ist dann noch so ein Ghostbusters-Zeichen. Aber ich finde das eigentlich auch cool. Ich muss jetzt noch meine Haare kurz machen. Jo. So, ich chill zwar hier noch im Jumpsuit, ja, aber ich krieg jetzt Besuch vom Thailand von Kick and Go. Jumpsuit muss aber erstmal raus. So, schnell umgezogen, weil wir möchten ja nicht vor dem Kunden rumlaufen wie Captain America, weil wir sind nicht Captain America, dann wäre das wieder was anderes. Und ich muss jetzt langsam anfangen aufzuräumen. Ich schlüpfe da sowieso später wieder rein, weil ich es einfach viel chilliger finde, in dem hier rumzulaufen, als in so Klamotten dann alles zu machen. Jetzt habe ich eigentlich so gut wie aufgeräumt. Jetzt kommt noch eine Sache und zwar, jetzt by the way mein Licht, kommt noch eine Sache und zwar, was ich nicht mag, ist, wenn man hier so Spiele oder so auf dem Tisch sieht, wenn der Kunde kommt. Die räume ich dann meist immer einfach nach hinten, hinter die Playstation. Der Müll. Hier sind, by the way, falls mir jemand helfen kann, weil hier kommt nicht so viel Licht rein. Ich den hier wieder in Ordnung bekommen, sagt mir Bescheid. Natürlich müssen die Controller weg. Die packe ich, by the way, das ist mein SCUF-Controller, den ich selber gemacht habe. Das Einzige, was ich vergessen habe, ist, dass ich da irgendwie Mattlack oder so drüber mache. Weil ehrlich gesagt, das verfärbt sich halt extrem krass und ist schon ziemlich eklig. Aber ja, für jetzt erstmal reicht das. So. Bisher hat noch keiner mein Wecker gehört. Das ist der krasseste Wecker, den es gibt. Ich kann trotzdem nicht aufstehen. Ich glaube, selbst die Nachbarn stehen von dem Wecker auf. Das ist schon krass. Also Sendu, wenn du das gerade zufällig schaust, dann sag mir Bescheid, ob du den Wecker hier hörst. Den musst du hören. Du bist eigentlich quasi zwei Zimmer weiter von mir. Wenn du das hörst, das ist schon krass. Die Nachbarn stehen 100% davon auf. Eigentlich könnten die Nachbarn zu mir kommen, Geld quasi. Ich könnte dafür Geld verlangen, damit die aufstehen. Aber ich mache euch den mal kurz an. Das ist schon heftig, ja. Da ist auf jeden Fall Sonic Bomb. Ich glaube, den kriegt man auch bei, ja, den habe ich von Amazon. Und dann gibt es da natürlich zu hier so ein Pad, der dann so vibriert die ganze Zeit. Aber es hilft bei mir trotzdem nichts. Ich weiß nicht, falls ihr eine Idee habt, wie ich einen Wecker quasi benutzen kann, der auch funktioniert für mich, für Leute, die richtig krass schlafen, dann bitte sagt mir Bescheid, weil ich wache selbst von dem Wecker nicht auf. Ich mach's kurz an. Das ist schon heftig. Angeschlossen, passt auf. Jetzt geht's ab. Hier ist der Wecker. Da volle Pulle.
Hier, und dann vibriert das Ding. Ey, das ist so krank, ne, wenn ich das jetzt gerade höre. Ich höre das einfach jeden Morgen einfach nicht. Ich weiß gar nicht, ob ihr noch meine Stimme versteht, wenn ich das gerade rede. Aber das ist krass. Überkrasse Wecker. Und ich stehe trotzdem nicht auf. Schickt mir einen Link unten in die Beschreibung. Ich hoffe, das funktioniert. Oder schickt mir einen Link per Privatnachricht. Und ich werde mir dann den Wecker besorgen, den ihr mir quasi zusendet. Weil selbst der da bringt nichts. Wenn ich jetzt noch vielleicht 3, 4 aufstelle, vielleicht hilft es dann. Ich muss ausprobieren. Keine Ahnung. Ist halt einfach so. Schatz, was? Nein, jetzt höre ich das aber richtig. Schatz, was? Ich höre das doch jetzt richtig. Sag doch. I'm so sorry. Today. Ist das Spin? Nein, warte doch. Versuch dich auf Englisch aus. Emin hat gerade versucht, auf Englisch eine Liebeserklärung zu machen und hat gesagt, ich kann nicht so gut Englisch. Und dann habe ich gesagt, I'm so sorry to tell you that you can't speak statt speak Englisch. Englisch? Wir essen gerade Joghurt. Premium-Joghurt. Meins ist Schoko. Mango. Du kannst sehr gut sehen. Auf jeden Fall Schoko und Mango. Ich mag da mal auch Schoko für mich. Immer das. Genau. Ich esse immer Babycreme. Ja. Ich schneide noch mein Video. Es ist voll das Akt. Also wir wollten heute noch trainieren gehen, aber irgendwie klappt es nicht. Wir machen heute noch ein paar Videos Kacke, einfach. Wenn wir nicht trainieren gehen. Ja, Hauptsache der Bart sitzt. Ich habe keinen Bart. Eklig. Eklig. Aber die Kröte eklig. Oh man, not the game. This is not a game, bruh. The Emin. Ich sag in meinen letzten Videos irgendwie immer Emin, statt Emin zu sagen. Ja, die Kamera will mich nicht fokussieren, weil ich es hässlich finde. Emin macht gerade sein nicht Call of Duty nicht der Emin. Video zu Ende. The Emin. Ja, richtig. Schatz, Schatz, mach den Warmmachtanz. Was? Warmmachtanz, damit es dir wärmer wird. Sehr gut. Boah, aber das Wetter sieht richtig geil aus, ne? Oder so, oder so. Ey. Auf jeden Fall, ich filme gleich für euch hier das da oben. Das sieht echt krank aus, Schatz, guck mal. Oha, Alter. Tschüss, das sieht live nicht mehr so gut. Alter, das sieht richtig krank. Ich schwöre, das sieht live nicht mehr so krass aus wie auf dem Video, aber ich filme das gleich. Alle, go. So. Wir machen ein Chip. Das ist einfach mal, glaube ich, das langweiligste Vlog gewesen. Teilweise das langweiligste Vlog gewesen. Hallo, ich war da. Auf jeden Fall verabschieden wir uns, weil ich muss jetzt 11 nach Hause fahren und dann ist der Abend auch vorbei und wir haben nicht mal 5, ich glaube, wir haben nicht mal 50% von dem geschafft, was wir überhaupt geplant haben. Das ist eigentlich sehr traurig und wir haben jetzt schon sehr, sehr spät. Ja, es lag an der Videobearbeitung, das dauert halt immer zu lang. Naja, abonnieren, kommentieren, Daumen hoch und ihr wisst Bescheid. Abonniert auch Elif Melif. Und wenn ihr nicht abonniert, kriegt ihr definitiv keine Kekse oder keine Donuts. Peace out, Emin Films. Du bist dran. Peace out, Emin Films. Leute, abonnieren, kommentieren. Like mein Channel, like Emin Channel nicht. Und macht's gut. Peace out, Emin Films. Yeah, babe. Ciao.